Bei der Wahl Trump oder nicht geht es dieses Mal um alles. Jede Präsidentenwahl wird als Schicksalswahl dargestellt. Bei jeder heißt es, wir entscheiden jetzt grundlegend über unsere Zukunft. Und diesmal ist es richtig. Und Trump ist die Abrissbirne, die durch Washington fliegt. Und je mehr er sozusagen von den politischen Institutionen und der politischen Kultur kaputt macht, desto stärker unterstützen ihn seine Anhänger. Stimmt's? Schauen wir mal nach. Es reicht nicht, die Wahlen zu gewinnen. Wenn wir das Land aus dem Griff der radikalen Linken befreien wollen, brauchen wir ein Regierungsprogramm und die richtigen Leute, die bereit sind, dieses Programm von Tag 1 an umzusetzen. So beginnt das mehr als 900 Seiten starke Manifest Project 2025 der konservativen Denkfabrik Heritage Foundation, die die USA ordentlich umkrempeln wollen, sollte Trump Präsident werden. Der Präsident der Heritage Foundation spricht von nichts Geringerem als der zweiten amerikanischen Revolution. We are in the process of the second American Revolution, which will remain bloodless if the left allows it to be. Eine Revolution ohne Blutvergießen, sofern die Linken das zulassen. Ja, Trump selbst spielt ja mit dem Gedanken, dass er sagt, mal sehen, ob das alles gewaltfrei abgeht. Er weigert sich zu sagen, dir, das Wahlergebnis erkenne ich an, sondern sagt, ich erkenne es an, wenn es ein gutes Wahlergebnis ist. Was plant Trump wirklich? Was ist einfach nur Wahlkampfgetöse und was sind feste Absichten? Und steckt in einer zweiten Präsidentschaft Trump vielleicht auch irgendwo was Gutes drin? Jetzt! 5. November 2024. Donald J. Trump besiegt den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, der zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, noch Joe Biden heißt, aber you never know. 20. Januar 2025. Donald Trump wird als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt und beginnt, seine Versprechen umzusetzen. Dann startet, wie seine Leute das selbst nennen, die zweite amerikanische Revolution. Denn Trump geht es nicht nur darum, bestimmte Politikinhalte zu verändern, also eine andere Klimapolitik, eine andere Energiepolitik, sondern er will die Institutionen in ein anderes Verhältnis zueinander bringen, das wieder schaffen, was man früher mal die imperiale Präsidentschaft genannt hat. Das ist das eigentliche Projekt, das er verfolgt. Trump würde 11 Millionen Menschen aus dem Land entfernen. Um diese Abschiebungen durchzuführen, wäre er bereit, Internierungslager zu errichten und das US-Militär sowohl an der Grenze als auch im Landesinneren einzusetzen. Ein Gesetz verbietet eigentlich den Einsatz des US-Militärs gegen Zivilisten. Dazu sagt Trump, das sind keine Zivilisten. Das ist eine Invasion unseres Landes. Trump würde es den roten Staaten, also Bundesstaaten, die republikanisch dominiert sind, ermöglichen, die Schwangerschaften von Frauen zu überwachen und diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die gegen das Abtreibungsverbot verstoßen. Einem allgemeinen, für alle geltenden Abtreibungsverbot würde er sich nicht in den Weg stellen. Trump würde nach eigenem Ermessen vom US-Kongress bewilligte Gelder zurückhalten. Stichwort Ukraine-Hilfen zum Beispiel. Trump würde einen US-Attorney, also einen offiziellen Staatsanwalt, feuern, wenn der nicht bereit wäre, jemanden strafrechtlich zu verfolgen, von dem Trump das wollte. Damit würde sich Trump in die unabhängige Strafverfolgung einmischen, eine Tradition, die seit der Gründung der Vereinigten Staaten besteht. Trump würde jeden seiner Unterstützer begnadigen, die am Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, bei dem 5 Menschen ums Leben gekommen sind, beteiligt waren. Mehr als 800 von ihnen haben sich schuldig bekannt oder wurden bereits verurteilt. Trump würde einem angegriffenen Verbündeten in Europa oder Asien nicht zu Hilfe kommen, wenn Trump das Gefühl hätte, dass dieses Land nicht genug für seine eigene Verteidigung bezahlt hätte. Trump würde den öffentlichen Dienst der USA entkräften, die Nationalgarde nach eigenem Ermessen in amerikanische Städte entsenden, das Büro des Weißen Hauses für Pandemiebekämpfung schließen und seine Regierung mit Gefolgsleuten besetzen, die seine falsche Behauptung unterstützen, dass die Wahl 2020 gestohlen worden sei. Und das sind nur die größten Dinger. Und das ist auch nichts, was die liberalen Medien aus irgendwas aufgeblasen haben, sondern das sagt Trump höchst selbst im Interview mit dem Time Magazine. Glaubst du nicht, dass das so krass wäre? Den Artikel und das Transkript packe ich dir in die Linksammlung unter dem Video. Schau selbst. Seine Sprache ist von einer derartigen Brutalität, die legitimieren soll, dass er,
wenn er denn Präsident wird, eben ein neues Verhältnis der Institutionen herstellt. In den Vereinigten Staaten wie in jeder Demokratie gibt es eben Exekutive, Legislative, Judikative. Das sind die drei Institutionen, die in eine Machtbalance zueinander gesetzt werden. Und Trump möchte das ändern und nämlich alles auf die Exekutive, alles auf sich beziehen und damit eine Position im Amt des Präsidenten schaffen, die eine enorme Handlungsmöglichkeit hat, wie viel mehr als der Präsident jetzt. Nur wer, um Himmels Willen, würde diesem Plan seine Stimme geben und Trump unterstützen? Das große Problem in Amerika aktuell ist eben, dass das System so nicht mehr funktioniert, dass es eine totale Paralyse des gesellschaftlichen und politischen Systems auch gibt. Den amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Wer hart arbeitet, hat's gut. Den Kindern wird's besser gehen als den Eltern. Das gibt's nicht mehr. Der amerikanische Traum, der war mal. Trump ist ein Symptom und keine Ursache von Problemen, die in Amerika seit langem eine wahnsinnig große Herausforderung sind. Man muss sich vorstellen, die Wahrscheinlichkeit, den amerikanischen Traum zu leben, definiert als, dass es mir besser geht als meinen Eltern wirtschaftlich, liegt bei unter 50%. Und was macht es mit einer Gesellschaft, die auf genau dieser Idee aufgebaut ist? Die sind frustriert, unzufrieden, wollen gesehen und gehört werden. Die sind die perfekte Grundlage für genau das, was Trump da zum Besten gibt. Zugegeben, mit der Politik unzufriedene Leute, dieses Argument und auch die Tatsache als solche, ist besonders in den USA jetzt nicht wirklich neu. Es gibt monatliche Befragungen dazu, wie die Leute denn zur Arbeit des US-Kongresses stehen. Pausier gern, um dir die Entwicklung anzuschauen. Die Kurzversion sieht so aus. Die Ablehnung zur Arbeit des US-Kongresses ist immer deutlich höher als die Zustimmung. Ein Donald Trump, der auf den Putz haut und verspricht, alles wird absolut anders, ich bin aber der Einzige, der das hinbekommen kann, mit einfachen Lösungen vermeintlich, das kommt manchen genau recht. Trump ist die Abrissbirne, die durch Washington fliegt. Und je mehr er sozusagen von den politischen Institutionen und der politischen Kultur kaputt macht, desto stärker unterstützen ihn seine Anhänger. Insofern glaube ich, dass sich die Leute durchaus bewusst sind, was er als Kandidat und auch als möglicher wiedergewählter Präsident bedeuten würde für dieses Land. Aber sie haben sozusagen das Vertrauen in den politischen Prozess verloren. Und insofern macht ihnen das auch nichts aus, sondern sie sehen es sozusagen als intentional an, dass man genau so jemanden mal ins Weiße Haus bringt, um to shake things up, wie man so schön sagt. Nichts leichter als das. Wenn Trump etwas kann, dann die perfekte Wildcard sein, also unberechenbar. So auch mit seiner Vision für Amerika, öffentlichen Dienstentkräften und Schwangerschaftskontrolle und so. Kennst du The Handmaid's Tale? Teile von dieser Agenda haben mich bei der Recherche echt hart daran erinnert. Totales Abtreibungsverbot, Überwachung von Schwangerschaften. Das klingt doch eher nach düsterer, dystopischer Fiction als nach einer echten Vision. Was Trump machen will, ist revolutionär. Es ist aus den Vereinigten Staaten einen anderen Staat zu machen. Und das muss man sehr ernst nehmen, weil es ihm gelingt, seine Anhänger genau dafür zu begeistern. Und er dringt mit der Botschaft durch, dass die Vereinigten Staaten momentan von einer Clique regiert werden, die versuchen, den Faschismus durchzusetzen. Man kann sich ja nur an den Kopf greifen, wenn man das hört. Aber es kommt eben an, es findet Zustimmung und Trump ist ein ausgezeichneter Verkäufer dieser Vision, die dann andere im Hintergrund derzeit vorbereiten. Speaking of andere, die das im Hintergrund vorbereiten, das Project 2025, das will diesen Umbau der USA vorbereiten und durchführen. Und dort steht eben auch sehr vieles drin, was die so planen. Trump selbst sagt dazu übrigens, Project 2025, klingelt gar nichts bei mir, hab ich nichts mit zu tun, kenne ich nicht. Er ist natürlich in der Hinsicht ein Meisterkommunikator, der kein Problem hat, Lügen zu erzählen, die ihn in ein positiveres Licht rücken. Wenn Trump sagt, ich weiß nicht, wer das ist, ist das völlig unglaubwürdig. Aber ihm nimmt man sowas ja ab. Ben Carson zum Beispiel, Minister bei ihm in der ersten Amtszeit, jetzt tief verstrickt auch in diese Ausarbeitung, macht mit ihm Wahlkampf. Sie stehen gemeinsam auf der Bühne und erkennt ihn nicht. Das ist völlig unglaubwürdig. Das mehr als 900 Seiten Teil von Project 2025 hat 34 Autoren. 25 davon waren Teil der Trump-Administration. Gut, könnte man jetzt ja sagen, es ist doch auch Wahlkampf. Da wird viel gepoltert. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und so weiter. Also Trump kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Wenn er dann Präsident ist, dann kann er vieles vielleicht gar nicht so umsetzen, wie er es jetzt behauptet.
oder? Was die Veränderung des Verhältnisses der Institution angeht, insbesondere zum Kongress, das ist eine klare politische Absicht. Das ist kein Wahlkampf. Wahlkampf macht er mit anderen Themen. Wenn er sagt, wir müssen eben 11 Millionen Menschen aus den USA in ihre Länder zurückführen, das ist Wahlkampf. Ob er das dann so macht, ist eine andere Frage. Aber die Veränderung im politischen System, das ist etwas, das ist bierernst gemeint. Wie ist eigentlich die Stimmung in den USA selbst? Viele Menschen sind überhaupt nicht begeistert von der Aussicht, schon wieder Biden oder schon wieder Trump als Präsidenten zu haben. Sie hätten sich andere Kandidaten gewünscht und hätten sich vor allem jüngere Kandidaten gewünscht. Und das kann sicherlich auch Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung haben. Zum anderen verfestigt sich auch diese gesellschaftliche Spaltung immer weiter. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf überparteiliche Kompromisse zwischen Republikanern und Demokraten, die dadurch in einigen Punkten teilweise einfach schwieriger werden. Und auch das Vertrauen der Menschen in Wahlen oder in Wahlergebnisse ist gesunken. Bei den Republikanern denken viele Leute, die Demokratie sei in Gefahr, weil sie Donald Trumps Wahllüge glauben. Und bei den Demokraten haben viele Menschen Angst vor einer autoritären Präsidentschaft von Donald Trump, die dann wiederum den demokratischen Institutionen schaden könnte. Und natürlich gilt für die USA noch mal deutlich krasser als hier bei uns in Deutschland. Es gibt nicht den einen Wähler, die eine Wählerin. Das ist ein Riesenland und ein Staatenverbund, fast ein Kontinent. Und will man schon vergleichen, dann muss man halt eher mit Europa als mit Deutschland vergleichen. Und selbst das kommt noch nicht so wirklich ran. Jeder, der da seine Stimme abgibt, hat halt auch seine oder ihre Beweggründe, um vielleicht auch einen Trump zu wählen. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die das, was er macht, gut finden. Ja, also er hat massiv Steuern gesenkt. Er steht für eine extrem harte Einwanderungspolitik, die Leute teilweise des Landes möchten. Er steht auch für eigentlich einen internationalen Isolationismus. Da ist der Süden, der konservative Politik möchte und sich anschaut, okay, wir können mehr Supreme Court Justices durch ihn bekommen. Da ist der Rostgürtel, also das ist wie bei uns das Ruhrgebiet, das einen industriellen Abstieg quasi sieht und eine protektionistische Wirtschaftspolitik möchte, um die heimische Wirtschaft zu stärken. Es sind die Leute in Florida, die keine Steuern zahlen wollen. Es sind die Leute im Westen, die ihre Waffen behalten möchten. Also es ist eine Vielzahl, ein Konglomerat von verschiedenen Interessen. Trump, 47. Präsident der USA. Wenn das Fakt wird, können wir es ja nicht ignorieren, sondern müssen, also muss Deutschland, muss Europa, ja damit umgehen. Was bedeutet denn ein neuer Trump, ein Trump 2.0 für uns? Das heißt zum Ersten, dass die Vereinigten Staaten umgebaut werden und es schwieriger wird, sozusagen von Demokratie zu Demokratie zu sprechen, weil die Kanäle etwa ins Parlament viel weniger wert sind, weil man sich allein auf diesen Präsidenten konzentrieren muss, der versuchen wird, alle Macht in seine Hand zu bündeln. Das heißt in Fragen der Wirtschaft, dass der internationale Handel enorm unter Druck kommen wird. Trump ist ja sehr rechenhaft und denkt immer pekuniär sozusagen, was bringt es? Die größte Herausforderung für Europa wäre, wenn Trump sicherheitspolitische Garantien für Europa mit handelspolitischen Erwartungen verbindet. Das heißt, dass sich Europa und gerade Deutschland effektiv zwischen China und Amerika entscheiden muss. Und wenn sie sich für China entscheiden, die sicherheitspolitischen Garantien der Amerikaner wegfallen. Und das ist das absolute Horrorszenario, das in einer zweiten Trump-Präsidentschaft durchaus Realität werden könnte. Wie siehst du das denn? Frage ich jetzt direkt. Angst vor Trump oder hättest du Bock auf Trump? Schreib mir das gerne jetzt mal direkt in die Kommentare. Weil es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der denkt, Trump hätte auch sein Gutes. Zum Beispiel, wenn es um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine geht. Er wird mit Sicherheit Zelensky und Putin zwingen, in irgendeiner Art und Weise diesen Konflikt beizulegen, auf mit welchen Konditionen auch immer. Aber es könnte auch sein, dass er schnell müde wird, sich um diesen Konflikt zu kümmern und ihn in die Hände der Europäer legt und amerikanische Militärhilfen einstellt, auch gerade was Intelligence Sharing, also Geheimdienstinformationen für die Frontlinie anbelangt. Und das ist für die Europäer extrem schwer zu ersetzen. Das heißt im Umkehrschluss, die Europäer müssen mit einem angreifenden Russland alleine fertig werden. Aber ob wir das dann können, spekuliert Putin vielleicht sogar drauf. Gut, aber
gibt es begründete Hoffnungen, Hinweise, Indizien, dass irgendwas unter Trump besser werden könnte, beziehungsweise weniger zum Nachteil für uns. Ich glaube, dass ein dritter Weltkrieg unter Trump unwahrscheinlicher ist als unter Biden. Bam! Mic drop! Aber jetzt mal ehrlich, echt? Ich glaube, dass ein Krieg mit China unwahrscheinlicher unter einer Trump-Präsidentschaft ist als unter einer demokratischen bzw. zweiten Biden-Regierung. Ich glaube, dass Trump kein Kriegspräsident ist in der Hinsicht. Seine Wähler würden ihm das nicht gutieren. Die Armee jetzt, um Taiwan zu verteidigen bei einer chinesischen Blockade oder so, wäre, glaube ich, unter einer Trump-Präsidentschaft unwahrscheinlicher als unter einer Biden-Präsidentschaft. Das kann man jetzt natürlich auch kritisieren und das machen ja auch viele. Aber ich glaube, dass ein dritter Weltkrieg unter Trump unwahrscheinlicher ist als unter Biden. Denn gerade das, was Trump aus Sicht vieler eben für viele, viele andere Dinge so unberechenbar macht, könnte hier vielleicht das Element sein, das dann wirkt. Der Rest scheint bislang zumindest nicht funktioniert zu haben. Gerade was die Konflikte, die eingefahrenen Konflikte zwischen Amerika und China und Amerika und Russland anbelangt, könnte gerade dieser Trump'sche Approach, wenn man es pointiert betrachten möchte, ein positives Element der Verständigung oder der Diplomatie bringen. Auf Kosten natürlich, und das muss man immer dazu sagen, kleinerer Staaten, die ihre Interessen weniger gewahrt sehen würden als unter einer demokratischen Regierung. Kleinere Staaten, die anders organisiert und auf Verbündete angewiesen sind, hätten also das Nachsehen. Beim NATO-Gipfel in Washington haben sich die NATO-Partner darauf vorbereitet, was wäre, wenn Donald Trump erneut Präsident würde und die NATO verlässt oder unter Druck bringt, 75 Jahre nach NATO-Gründung. Ein Vorteil, den Europa aus der ersten Trump-Präsidentschaft gezogen hat, war, dass die Verteidigungsausgaben gestiegen sind. Das wäre ohne den Druck aus den Vereinigten Staaten nicht geschehen. Den gab es auch unter Obama, das hat nur niemanden interessiert. Aber das musste man sozusagen zum Glück gezwungen werden, sich selbst in die Lage zu versetzen, wenig ein bisschen mehr für die eigene Sicherheit sorgen zu können. Aber dieser Druck hat sein Maximum erreicht. Die Vereinigten Staaten können nicht mit mehr drohen, als zu sagen, wir werden uns dann nicht mehr an Artikel 5 des NATO-Vertrags erinnern und keinen Beistand leisten. Da sind die Europäer jetzt schon am Limit dessen, was sie meinen, leisten zu können. Was nicht ausreichen wird, wenn sich wirklich die Vereinigten Staaten aus der NATO zurückziehen oder auch nur ihre entsprechenden Leistungen einschränken. Also das vielleicht mal auch als Antwort auf die Frage, was interessiert uns das, wer in den USA Präsident wird? Und ich hoffe, so viel zumindest ist schon klar geworden beim Gucken bis hierhin. Dieses Mal steht wirklich mehr auf dem Spiel, als von welchem alten weißen Mann gibt es ab 2025 lustige Memes aus dem Weißen Haus. Jede Präsidentenwahl wird als Schicksalswahl dargestellt. Bei jeder heißt es, wir entscheiden jetzt grundlegend über unsere Zukunft. Und diesmal ist es richtig. Wenn die Amerikaner ein was nicht mögen, dann ist es Schwäche zu zeigen. Und Biden als aktueller Präsident aufgrund seines Alters schaut alles andere als stark aus. Schauen wir mal, was wird. Ein Like wird es hoffentlich und ein Abo, denn BR24 ist besser im Abo. Merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.